Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich mach's jetzt einfach mal. Es ist absolut cringe, aber leider true. Beim Amt. Wir haben ein Ausweisdokument erstellt. Ach ja, das war Beste. Und ich habe meinen Namen falsch geschrieben. Das musst du dir mal geben, du schreibst deinen eigenen Namen falsch. Noch bei der Amtsstelle, wo du deine Ausweise... Die denken wahrscheinlich, du bist irgendein Betrüger oder so. Ich meine, wie kann man seinen eigenen Namen falsch schreiben? Ich kann es nicht genau erklären, aber es war wirklich sehr, sehr früh und ich bin sehr, sehr spät ins Bett gekommen, weil das noch zu einer sehr toxischen Zeit war, wo ich krass viel in die Nacht reingeknechtet habe. Und ich war nicht bei Sinnen, wirklich. Aber ich glaube, ich habe den nicht mehr, ne? Wir haben inzwischen schon einen neuen, weil ja, ich den dann verloren habe. Ja, weil du dich ständig verlierst, so. Ich habe den dann verloren und dann habe ich jetzt einen neuen. Besser ist es. Lost. Ja, komplett lost. Wirklich. Es ist eine meiner größten Lost-Szenen im Real Life. Ach nein, du hast doch einmal auch mit Domtendo unterschrieben, so ja, beim Ausweis. Auch das ist auch so absolut lost eigentlich. Ist auch schon mal passiert, ja. Oder dass ich auf ein Autogramm mit meinem richtigen Namen unterschrieben habe. Es gab's alles schon. Oder dass du eine falsche Hausnummer eingegeben hast, ja, bei einem Ausweis. Auch. Ja.